Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir zusammen in die aktuelle Charmy-Box schauen. Das ist diese hier. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir hineinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wir kennen ja die Vegan Beauty Basket. Die hat sich umbenannt und heißt jetzt Charmy-Box. Und ja, alles andere bleibt, wie es ist. Ne? Sie erscheint alle 2 Monate, kostet ab 23,33 pro Box. Tierversuchsfreie und vegane Kosmetik haben wir hier drin. Pflege sowie auch dekorative Kosmetik, aber vor allem Pflegeprodukte sind damit bei. 5 Produkte haben wir hier mindestens drin enthalten. Und ja, die Ina ist auch nach wie vor die Inhaberin, die jetzt sogar das Logo extrem schön gestaltet hat. Und zwar schaut es einmal so aus. Hier haben wir ein junges Mädchen, was ein Herz umarmt. Und das finde ich definitiv richtig liebevoll. Wir haben eigentlich ja auch jedes Mal tatsächlich ein Auswahlprodukt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, welches ich ausgesucht habe und was ich euch, also ein paar Sachen noch vorab, oder? Ja, es gibt eine Weihnachtsbox, das ist eine Special Edition, die kostet 19,99 €. Das bezahlt ihr einmalig, das könnt ihr jetzt auch auf der Homepage noch bestellen, das ist aktuell verfügbar. Und ihr könnt auf die Box 15% sparen mit dem Code Claudi15. Jo, das ist mein Code für dich. Das ist cool, oder? Und jetzt schauen wir mal in die Box hinein. Denn ich bin immer sehr neugierig, was Ina sich da wieder überlegt hat. Denn das ist so eine kleine, etwas andere Box mit Marken, die mir jetzt immer vertrauter vorkommen, aber die trotzdem relativ neu für mich sind und einem irgendwie auch immer wieder ein schönes Gefühl geben. Ja, genau. Den Deckel habe ich jetzt einfach mal entfernt und dann sieht das Ganze halt auch immer noch genau so schön aus, wie wir es von der Vegan Beauty Basket kennen. Und das heißt, wir haben hier so ein geschnürtes Päckchen, dann haben wir hier ein Kärtchen mit dabei und das ist selbst gemalt von der lieben Ina. Das ist immer so schön. Dieses Mal haben wir ein Mädchen, oh, was mit Rotkehlchen schmust. Hübsch, oder? Also richtig, richtig, richtig cool. Und dann haben wir hier noch das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Die Produktkarte November. Also es ist die November- und Dezember-Ausgabe. Ne? Limitierte Weihnachtsbox ab sofort über unsere Website bestellbar. Genau, also schaut da gerne mal vorbei. Hier sind die Produkte aufgeführt und die Preise sind aufgeführt. Aus Vegan Bars. Hier steht und achso, und hier sieht das dann so aus. Gucken wir uns gleich mal an. Aber hier hat die Ina halt noch was dazu geschrieben. Aus Vegan Beauty Basket wird Charmy Box. Vegan Beauty Basket ist ein Herzensprojekt von mir, Ina und meinem Partner. Und jede Box wird von der Planung bis zur finalen Verpackung mit ganz viel Liebe zum Detail entwickelt. Nachdem wir seit Jahren in jede Box eine selbstgezeichnete Postkarte von mir beigelegt haben, wollten wir unsere kleine Marke noch ein Stück persönlicher gestalten. Und haben uns für einen neuen passenden Namen entschieden, welcher die Box besser beschreibt. Charmy Box. Die Box mit Charme. Das finde ich wirklich schön, ehrlich, ne? Dazu wurde eine Illustration entworfen, welche die Verbindung zu all den Postkarten und die Liebe zum Detail und zu den tollen Produkten darstellt. Unsere Werte bleiben natürlich unverändert. Alle Abonnements bleiben ebenfalls erhalten. Wir sind weiterhin auf der Suche nach den besten Produkten für euch. Unser Ziel ist es, das Interesse für vegane und tierversuchsfreie Naturkosmetik weiterhin bei möglichst vielen Menschen zu wecken und diese für die Produkte zu begeistern. Danke für die Unterstützung. Finde ich sehr cool. Ich setze euch den Link natürlich zu der Box in die Infobox rein. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ja, ich möchte jetzt aber erstmal in die Box schauen, denn ich laber hier schon wieder viel zu lange rum. So, ich habe jetzt einmal das Butterbrotpapier geöffnet und hier haben wir dann einmal den Blick in die Boxen. Das sieht immer wieder schön aus. Duftet jetzt soweit nach gar nichts. Ne? Manchmal kommt dann auch ein entsprechender Duft hier raus, was auch immer ganz cool ist. Als erstes habe ich von I+M Berlin Clean Beauty Squalan Feuchtigkeitsserum. Richtig toll. Also Squalan liebt meine Haut. Das hilft auch so ein bisschen. Also Squalan hilft, glaube ich, dass die Feuchtigkeit auch in der Haut verbleibt. Und ich habe ja eine trockene Haut, deswegen macht es bei mir durchaus Sinn. Das sind 25 Milliliter in diesem Glas-Pipetten-Flakon. Und das kann man sich dann entsprechend morgens, abends, wenn man möchte, auftragen, nachdem man die Hautpflege gemacht hat, nachdem man Toner aufgetragen hat und bevor man die Hautcreme aufträgt. Und das mag ich. Ja, kannst du einmassieren. Bin ich gespannt drauf. Und das ist natürlich hier auch so eine ganz clean Geschichte. Steht hier auch drauf, Clean Beauty, ne? Vegan, cruelty-free und dies, das, Ananas. Das ist schön. Meistens dann auch parfümstofffrei, was immer ganz angenehm ist. Mag ich. Das finde ich echt toll. Das kommt in meine Backups, dass ich das mal ausprobiere. Dann habe ich hier drin von Grums Reusable Bamboo Cotton Pads. 7 Stück. Also das sind wiederverwendbare Abschminkpads. Und das mag ich ja gerne. Ich gucke mal eben, wie die Haptik dann auch davon ist. Denn ich verwende ja immer
wiederverwendbare Abschminkpads. Ja, die fühlen sich sehr gut an. Kann man wohl nur bei 30 Grad waschen. Das heißt, da muss man dann ein bisschen schauen, ne? Das wird wahrscheinlich sich dann irgendwann halt auch verfärben. Aber das wird in Anwendung genommen. Und da haben wir halt nicht nur die 7 Pads drin, sondern wir haben ja auch ein Säckchen drin, in welches du dann die Pads reinpacken kannst, damit du das besser waschen kannst. Das finde ich super. Angeblich nicht in den Trockner. Ich packe sowas bei mir immer in den Trockner, bin ehrlich, ne? Finde ich gut. Ja, ihr hört den Kleinen mal. Lass ich jetzt mal drin kommen. Dann habe ich von Sissy & Joe Repair Hair Oil ein Haaröl drin enthalten. Repariert und pflegt mit Aprikosenkernöl. Und Haaröle kann man im Winter gut gebrauchen, weil die Haare halt auch sehr trocken sind. Und gerade so die Haarenden, ne? Das braucht Liebe. Und das wird dieses Produkt einem dann entsprechend geben. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Verwende ich gerne, tatsächlich, ne? Also ich meine, gut, ich trage jetzt auch viel Bommel, aber an und für sich verwende ich sowas einfach gerne und habe dann einfach gesündere Haare, ne? So, zwei haben wir noch. Einmal habe ich hier ein Eau de Parfum, Parfum du Voyage, 11 Milliliter sind hier drin, Eis, Boreal, okay, das hört sich sehr interessant an, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Parfum ist jetzt aktuell nicht ganz weit oben bei mir im Kurs, ne? Aber das finde ich ja schon mal schön. Das Fill It heißt das, okay, ist auch wirklich zum Sprühen. Ah, das riecht sehr her. Sehr, sehr herb. Also da weiß ich jetzt nicht, ob das was für mich wäre oder eher, also es riecht moschusmäßig auch so ein bisschen. Oder Sandelholz, ne? Weiß ich nicht. Bergamotte, das ist das, genau. Dann Gurjum und Zedern. Zeder ist auch mit bei. Also das hört sich für mich jetzt nicht unbedingt nach einem Duft an, was für mich wäre, weil ich tatsächlich eher so blumig, fruchtig, süßlich unterwegs bin. Aber ist auf jeden Fall schön, dass wir das mit drin enthalten haben, denn so ein Parfum einfach mal zum Ausprobieren ist eine coole Nummer. Und jetzt habe ich hier das letzte. Melting Chocolate Natural Eye Pencil in Chocolate Brown von Woga Woga. Und von Woga Woga hatten wir auch schon das ein oder andere Produkt mal in Boxen drin enthalten. Das dürfte auch das Auswahlprodukt gewesen sein. Ich habe gerade erst die Packung nicht aufgekriegt. Und ich habe mir das in diesem Braunton ausgesucht. Schaut einmal so aus. Und das kann man als Kajalstift verwenden, kannst du aber auch als Eyeliner verwenden. Und es ist anspitzbar, hat eine intensive Farbabgabe. Und ja, das muss auf jeden Fall mal ausprobiert werden. Ja, ihr Lieben, das war jetzt die Charmy Box von dem Monat November und Dezember. Mir hat sie richtig gut gefallen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Box so fandet. Aber ich fand den Mix auch ehrlich gesagt richtig toll. Dekorative Kosmetik, was für die Haare, was fürs Gesicht, ein bisschen Parfum. Und wie gesagt, alles dazu in der Infobox verlinkt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.